Hallo meine Lieben, ich bin Irene Lauretti und ich begrüße euch ganz herzlich heute am 10.03.2019 zu unserer wöchentlichen Mond-Tarot-Sendung. Und ich hoffe natürlich wieder, dass dieses Handy hier auch stehen bleibt, weil ich habe kein Stativ dabei. Und ich habe das hier mehr oder weniger schlecht als recht jetzt in meine CDs eingebaut. Ja, was für ein stürmischer Tag heute. Es macht im März und der Quintessenz der dritten Tiefe, dem grünen Bereich auf dem Sternzacken, alle Ehre. Es pfeift und stürmt hier in Cornwall. Das ist wunderbar. Wir waren gerade draußen und es ist wirklich so windig, man kann sich kaum auf den Füßen halten. Also jetzt ist es, glaube ich, etwas abgeflaut, aber es war schon wunderbar. Deswegen, ich bin auch etwas durch den Wind. Ich brauchte jetzt eine Zeit, bis ich mich erst wieder ein bisschen geerdet hatte, nachdem wir draußen waren. Weil der Wind, der pfeift dermaßen hier in Cornwall, das ist schön auf der einen Seite, vor allem wenn auch Sonne ist. Aber wie gesagt, es macht einem irgendwie so voll, wie dieser Satz schon sagt, durch den Wind. Ja, heute der 10.03.2019, die Geburtstagskinder von heute, die beginnen jetzt ihr 7er Jahr. Das weiß ich so genau, denn ich habe morgen Geburtstag und beginne mein 8er Jahr, worauf ich mich schon sehr freue. Denn die 7er Jahre, die sind nicht unbedingt die leichtesten. Das habe ich ja dann jetzt hinter mir. Die 7er Jahre, die sind, und wie gesagt, mehr dazu erfahrt ihr wie immer in meinem Buch Seelenzahlen. Es ist so spannend und so wahr und so akkurat. Diese Bedeutung der Zahlen, die mir damals die Erdfrau vor über 10 Jahren im Dschungel von Trinidad gegeben hat, geschenkt hat, diese Weisheit, damit ich sie in die Welt raustragen kann, in Form von Büchern. Und allein, also ganz davon abgesehen von den Seelenzahlen, die wir haben, diese 4 Seelenzahlen, Tages, Lebens, Schicksals und Gesamtzahl, die aktuelle Lebenszahl gibt besonders viel Aufschluss über die aktuellen Lebensthemen und das, was dich erwartet in deinem jetzt beginnenden neuen Lebensjahr, je nachdem, wann du Geburtstag hast. Ja, ganz einfach auszurechnen, also einfach den Tag nehmen, also als Beispiel heute, alle diejenigen, die heute Geburtstag haben, die rechnen ganz einfach. 10, also das ist die 1, weil wir machen ja immer die Quersumme, 1 plus 3 plus 1 plus 9. Plus, plus 1, plus, Entschuldigung, plus 2. Einfach alles zusammenzählen. 10.03.2019, also 1 plus 3 plus 2 plus 1 plus 9. Und das gibt in der Quersumme die 7. Und die 7 ist die Zahl des Sieges. Sie ist auch, es ist die spirituellste Zahl überhaupt. Es ist die Zahl der Herzenswahrheit. Und es kann zu unheimlichen spirituellen Höhenflügen beitragen und dir ermöglichen, wenn du es zulässt. Wenn man sich hingegen dagegen sträubt, ihr kennt ja wahrscheinlich die große Arkana der Siegeswagen, das ist die 7. Ach, da ist sie auch gerade schon. Das ist die große Arkana der Siegeswagen. Es geht wirklich darum, das Ego, das ist hier dargestellt durch diesen Wagen, im Griff zu haben. Also sprich, sich nicht durch das Ego unterbuttern zu lassen, sondern dieses als Vehikel zu nutzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man das tut, und meistens kommt das erst gegen Ende des 7er Jahres, dann kann es unheimliche spirituelle Höhenflüge ermöglichen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich in diesem Jahr, in diesem 7er Jahr, noch hellsichtiger wurde, als ich vorher schon war, also gerade gegen das Ende zu. Und interessanterweise, nachdem ich einen Unfall hatte, Ende letzten Jahres, also wo mir etwas auf den Kopf gefallen war, da habe ich im Übrigen auch eine ganz interessante Sache gelesen, gerade vor kurzem, vorgestern Abend in einem Buch über Paranormales, und da war genauso eine Szene geschildert, im Übrigen von einem Mann, der hatte einen ganz starken Unfall, der war die Leiter runtergefallen und war auf den Kopf geknallt und war längere Zeit im Koma, und als er aufwachte, war er komplett hellsichtig. Also es ist schon interessant. Ich habe das für mich in meinem 7er Jahr festgestellt, dass ich war vorher schon recht hellsichtig, aber dass ich noch viel mehr wurde gegen Ende des Jahres und gegen Ende meines 7er Jahres einfach. Ich bin ja jetzt am Ende des 7er Jahres, morgen beginnt das 8er Jahr. Und wie gesagt, die 7 ist die Zahl der Herzenswahrheit. Und diese sehr spirituelle Zahl, sprich,
Die sieben kann auch oft, viele empfinden siebener Jahre als recht herausfordernd. Sie können auch gesundheitliche Herausforderungen mit sich bringen, war ja auch bei mir der Fall. Aber die sind wirklich dazu da, um einen klein zu kochen, um das Ego klein zu kochen, um praktisch wirklich diesen spirituellen Sieg zu erlauben, den genau diese Karte, die sieben, repräsentiert. Also alle Geburtstagskinder von heute, und ich weiß, auf Facebook haben so viele, habe ich gesehen, heute Geburtstag, die beginnen heute ihr siebener Jahr. Herzlichen Glückwunsch zu dieser wundervollen Zahl, zu der sieben, zu diesen spirituellen Höhenflügen, die ihr in diesem Lebensjahr machen könnt. Und dazu natürlich schauen wir uns auch immer noch die Mondstellung an, und der Mond ist heute in den Stier gewandert. Und der Stier, und da gehe ich nämlich wieder mein Buch zur Hand, der Mond und der kosmische Köder der Schöpfung, da habt ihr alle 12 Organkräfte drin. Der Stier ist, der öffnet den 12. Brustwirbel, also genau gegenüber vom Solarplexus. Wir sehen hier genau im Machtzentrum des Körpers. Der Stier bzw. die Schlüsselenergie, Dickdarmenergie, ist die Oppositionsenergie von Skorpion bzw. Nierenenergie, die ihr Seelentor am Solarplexus hat. Das bedeutet, wenn wir diese beiden Kräfte öffnen, und ich rate ja immer dazu, auch die Oppositionsenergie mit zu öffnen, dann öffnen wir die gesamte Mitte, wirklich dieses Machtzentrum, aus dem heraus wir alles schaffen können. Denn wir sind die Macht. Es geht wirklich darum, diese Macht zu sein und nicht die Macht zu haben. Das habe ich ja auch geschrieben in der Mond und der kosmische Köder der Schöpfung. Und das kann ich nicht oft genug sagen, weil das ist etwas ganz anderes. Macht haben, wenn es darum geht, um diese irdische Macht zu haben, das ist diese auf irdischen Gütern basierende Macht, die kann man ganz leicht und wird man in der Regel auch wieder verlieren. Während diese spirituelle Macht, die kann man für immer halten, wenn man die mit der Identifizierung, mit der Identifikation im Licht bleibt, sprich in der geistigen Ebene. Der Stier, wie gesagt, hier, also das Kapitel beginnt auf Seite 279. Hier in der Mond- und der Kosmik-Köder der Schöpfung seht ihr das Seelentor und dann natürlich die Stromsequenz, die Aktivierungssequenz, die habt ihr auf der Seite 281. Ja, nochmal als Tipp immer die Energieschlossabbildung auszurollen. Deswegen habe ich die ja auch extra hier als Ausklappseite. Da habt ihr die Energieschlösser neben euch liegen und könnt ganz einfach die Finger auflegen und den Strom aktivieren und derweilen euren Dickdarm in diesem wunderschönen kristallweißen Licht visualisieren. Denn die Farbe der zweiten Tiefe, der zweiten Seinsebene mit dem Element Metall bzw. Luft, also in der fernöstlichen Philosophie Metall, die gebiert die beiden Tierkreiszeichen Stier und Widder. Im Widder waren wir ja gerade eben. Und deswegen ist die Energetisierungsfarbe für die beiden Organe, Lungenenergie und Dickdarmenergie, dieses wunderschöne Kristallweiß. Und der Dickdarmstrom, wie gesagt, der strömt aus den Händen die Hinterarme hinunter, also hinten am Arm hinunter, durch den Nacken durch. Er ist der Anti- Geizstrom, und da wollte ich auch nachher noch was dazu sagen, und strömt so dann direkt durch das Herzchakra durch. Alle Fingerströme, also alle Ströme, die aus der Hand nach unten fließen, habt ihr vielleicht schon festgestellt, fließen immer durch das Herzchakra durch und öffnen das Herzchakra ganz weit und strömen dann unten in den, dieser Strom jetzt in den Dickdarm und auf dem anderen Stromverlauf durch den Kiefer durch. Es ist auch der Zahnarztstrom wird auch genannt. Also an den Tagen können auch vermehrt oft Zahnprobleme oder Zahnfleischprobleme oder Kieferprobleme auftreten. Und man sollte nach Möglichkeit den Zahnarzt meiden an diesen Tagen, weil es eben hier jetzt der Energetisierungsstrom ist, der allen anderen Strömen Energie gibt. Und er endet dann unterm Wangenknochen, wo er dann zum Magenstrom wird, der die Energie wieder ganz nach unten tragen wird in die Füße und die ganze Vorderseite klären wird, der Kommunikationsstrom, und derweilen den zweiten Brustwirbel öffnen wird,
das Halschakra bzw. Kommunikationschakra. Passt wunderbar zur Buchmesse, die diese Woche sein wird in London. Denn welche Mondstellung könnte man sich da besser wünschen als die Mondstellung der Kommunikation? Also das ist ganz super passend. Und der Energetisierungsfinger ist weiterhin der Ringfinger. Es ist so wohltuend, den Ringfinger wirklich mal immer, jeden Finger, immer wenn der Energetisierungsfinger dran ist, mindestens 15 Minuten zu halten. Also ich habe es wirklich gestern Abend mal eine Stunde gemacht auf einer Seite und dann noch auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob ich da auch noch mal eine Stunde gehalten habe. Wir haben Film geguckt und dann noch ein bisschen weiter geguckt. Und da habe ich einfach die ganze Zeit diesen Finger gehalten und mir natürlich auch, denn gestern Abend war es ja noch der Widder, die Lungen in diesem wunderschönen kristallweißen Licht visualisiert. Und es ist wirklich unglaublich, wenn man da mal in den Körper reinfühlt, was sich da alles tut. Und ja, es ist viel effektiver, wenn es jeweils der Energetisierungsfinger ist. Ihr könnt natürlich jeden Finger halten, ihr könnt auch jeden Tag alle Finger halten. Aber ich sage hier nochmal, es ist längst nicht so effektiv, selbst wenn ihr jeden Tag jeden Finger haltet, wie wenn ihr euch einfach immer an den aktuellen Mondenergetisierungsfinger haltet. Denn das ist einfach der Finger bzw. die Energie, die alle anderen Energien energetisiert. Wenn diese Energie offen ist, das Tor offen ist und aus der Quelle die Energie empfängt, dann empfangen alle anderen Organe und Zellen und Organströme und Energien in deinem Körper ganz automatisch auch die Energie. So einfach ist es. Es ist wirklich so einfach und viele wollen das gar nicht wahrhaben. Man will es immer kompliziert und auch dieses Fragen, was ströme ich dann? Und dann, es ist wirklich die generelle Regel, auch wenn es so einfach ist, dass man sich manchmal schon fast, was soll ich da sagen? Also die meisten Leute wollen es gar nicht wahrhaben. Die wollen unbedingt dann nochmal was Spezielles. Aber ich sage es immer wieder, strömt den Mondstrom immer als Basisstrom. Auch wenn ihr Grippe habt, Erkältung habt oder was auch immer. Egal welches der Mondstrom ist, auch wenn es der Magenstrom ist und ihr eine Erkältung habt. Wobei der Magenstrom nur tatsächlich einer der Erkältungsströme ist, weil er eben aus dem Gesicht nach unten strömt. Aber zum Beispiel auch der Herzstrom, denn jeder Strom ist auch mit allem verbunden. Ja, Beispiel Herzstrom. Der Herzstrom öffnet das Kronenchakra und er fließt auch in die Nieren. Und die Nieren sind das Erkältungsorgan. Also jeder Strom, wenn er der aktuelle Energetisierungsstrom ist, wird für alles, egal was du hast und welches Problem du lösen willst, immer helfen. So einfach ist es. Ja, dann wollen wir jetzt mal die Wochenkarte ziehen. Die große Arkana erstmal. Ja, bin gespannt, was kommt. Hier bricht ja jetzt wirklich auch in England der Frühling. Ich liebe diese Jahreszeit überall, aber im Grunde besonders hier, weil nach so einem rauen Winter, wenn da plötzlich überall die Spitzen, überall die Blüten aufbrechen und hier in Cornwall ist es zwar etwas später als in London. In London war es schon etwas weiter, aber auch hier ist es eigentlich immer genau in meiner Geburtstagswoche, kommen die ganzen Blumen vor und die ganzen Blätter, die sprießen raus. Das ist so schön immer. Ich nehme jetzt gerade mal eine Karte raus. Oh, die Karte kommt dauernd wieder. Die 20, eine sehr schöne Karte, das Gericht, die Regenerationskarte. Die Wiederauferstehungskarte, die Karma-Karte, aber auch die Karte, dass es einem, dass alles bergauf geht. Ihr seht diese Menschen, die sich aus den Särgen erheben zu den Posaunenklängen des Engels und es darf bergauf gehen. Es ist wie gesagt auch eine Karma-Karte im positiven Sinne. Es darf geerntet werden, was gesät wurde. Eine sehr schöne Karte, die wir hier jetzt als Wochenkarte haben. Jetzt werde ich die drei Karten dazu ziehen, die drei aus dem Gesamtdeck. Das war natürlich immer aus den großen Arkana und jetzt ziehe ich aus dem Gesamtdeck. Über die großen Arkana übrigens schreibe ich ja in meinem Buch Deine 26 Energieschlösser entschlüsselt durch deine 26 Energieschlösser entschlüsselt durch die großen Arkana des Tarot. Und da wurde ich dann auch jetzt des Öfteren mal gefragt, was ist da der Unterschied zu den anderen Energieschlossbüchern? Ganz einfach, dieses Buch geht an die Quelle, denn die Mary Burmeister, die uns die Bedeutung der Energieschlösser ja gab, die hat sie ja selber abgeleitet aus diesem alten
Wissen der Kabbalah und der Tarotkarten. Sprich, mit diesem Buch gehen wir an die Quelle, also dorthin, wo auch die Mary ihre Bedeutung her hat. Und ich habe in dem Buch jedem Energieschloss ein ganzes Kapitel gewidmet. Da findet ihr meines Wissens kein anderes Buch. Ich weiß es nicht, vielleicht nach meinem Wissen kein anderes Buch. Und natürlich eben den Vergleich bzw. den Bezug zu den Tarotkarten. Also da gibt es mit Sicherheit kein anderes Buch. Das wüsste ich, da hatte ich Research gemacht, es sei denn, es kam mittlerweile eins raus. Aber als ich schrieb, auf jeden Fall gab es noch keins. Und insofern, und dann natürlich auch mit einem Glossar, wo ihr nachschlagen könnt, je nach Beschwerdebildern. Und ja, mit Fotos für jedes Energieschloss, wie ihr es öffnet. Also es ist auch ein sehr praktisch anwendbares Buch, wo ihr gleichzeitig auch einen Einstieg habt in die Numerologie. Es war ja auch für mich, die Reihenfolge der Bücher war eigentlich die logische Reihenfolge, wie die Dinge einem bewusst werden. Und deswegen macht es auch Sinn, eigentlich für andere die Bücher in der Reihenfolge zu lesen. Gut, der Code ist natürlich die Basis für alles, der Mond und der kosmische Code der Schöpfung. Hier mein Hauptbuch und der Mondkalender, also Gesundheit in deiner Hand, gehört natürlich dazu, denn der gibt euch für jeden Tag im Jahr den Mondstand an und den passenden Energetisierungsfänger, die Energetisierungsfarbe und die Organzuordnung. Das gibt sonst keinen Mondkalender, der das zeigt. Und dann natürlich mit der Kraft deiner Hände, dieses kleine Büchlein, das hatte ich ganz früher geschrieben schon, also schon im Jahr 2007 auf Englisch. Das war eigentlich für Flugpassagiere, was man so zwischendurch tun kann. Eigentlich, wenn man im Flugzeug sitzt, da war das eigentlich damals gemünzt, wenn man plötzlich Kopfschmerzen hat oder Bauchschmerzen und gar nicht groß wissen will, warum, was, wie hilft, sondern einfach nur wissen will, wo lege ich jetzt meine Finger auf. Jedes ist alles mit Fotos, super einfach, einfacher geht's nicht mehr. Das ist mit der Kraft deiner Hände, ja. Und das nächste Buch war dann die logische Schlussfolgerung nach dem der Mond und der kosmischen Code der Schöpfung, wollte ich dann auch in die Energieschlösser noch mehr eintauchen, denn hier habe ich zwar die Energieschlösser natürlich auch erwähnt, aber es wäre natürlich viel zu viel gewesen, wenn ich hier noch auf jedes einzelne Energieschloss eingegangen wäre, und deswegen kam dann deine 26 Energieschlösser entschlüsselt durch die großen Arkane des Tarot. Ja, und dann war die logische Schlussfolgerung, ich wollte noch mehr in die Numerologie reingehen, und dann kamen Seelenzahlen. Ja, und die Essenz von allem, die ist dann das Buch Liebe. Also insofern, was dann das letzte Buch war, insofern war die Reihenfolge ganz logisch aufgebaut, und es macht auch Sinn, die Bücher eigentlich, ich sage jetzt nicht in der Reihenfolge zu lesen, was sind ja Arbeitsbücher, die man immer wieder zur Hand nimmt, aber es baut eins auf dem anderen auf. Ja, jetzt mal ziehen. Eins, zwei, drei. Ho! Ich habe drei kleine Arkana-Karten, sage ich schon mal. Also das bedeutet, wir haben die größte Gewichtung auf dieser Karma-Karte, die natürlich auch bedeuten kann, dass in dieser Woche etwas geschieht, was wirklich karmisch ist und von großer Bedeutung, was wirklich die Seele vorherbestimmt hat. Die Woche wird wohl etwas stressig beginnen. Ja, macht mir natürlich jetzt wieder ein bisschen Sorgen, weil immer bevor ich verreise, ich will eben zur Buchmesse diese Woche, ja, ist meistens immer noch Stress und Hektik und offensichtlich so auch diese Woche. Aber es wird dann sehr gut. Wie gesagt, diese Karten sind aber immer für alle. Ich mache natürlich, ich kenne euer Leben nicht, deswegen mache ich als Beispiel, zeige ich euch aus meinem Leben. Die sind allgemein, die sind nicht für mich nur. Wollte ich hier nur noch mal schon mal sagen, weil ich immer wieder darauf angesprochen werde. Dann der Bube der Kelche, eine sehr schöne Karte. Es kann sein, dass diese Woche ein Angebot kommt, was einem sehr zu Herzen geht und in jedem Fall eine positive Nachricht, etwas, was einem weiterbringt und vielleicht ein neuer Vertrag. Denn das Ass der Münzen ist in ganz vielen Fällen ein neuer Vertrag. Ja, da können wir also sehr gespannt sein. Wie gesagt, diese drei kleinen Arkana-Karten haben weniger Gewichtung als die Hauptkarte, die große Arkana ist. Wenn wir natürlich unten auch nochmal große Arkana haben, ist es was anderes. Aber diese Woche ist wirklich diese Karte hier die einzige große Arkana-Karte. Ich wollte doch etwas anderes sagen, und zwar zu meinem Geburtstag morgen. Viele anderen habe ich gesehen auf Facebook, machen ja als immer diese Spendenaktion, wo man für irgendwelche Institutionen oder so spenden kann. Ich mache das nicht, aber ich möchte an dieser Stelle einmal hinweisen, viele von meinen Kollegen machen diese, viele Info, die ich gebe, würden sie zu Kosten stellen. Also ich habe das auch gesehen, jetzt auch ganz viele Kollegen auf Instagram, die beginnen von ihren Followern einen Monatsbeitrag
zu verlangen oder zu fragen, ist ja nicht gezwungen, ja, von 149 Euro oder so. Selbst der Eckhart Tolle macht das, obwohl er es bestimmt nicht nötig hat. Sein YouTube-Account ist mittlerweile kostenpflichtig. Und ich habe ja auch so viele YouTube-Filme. Ihr habt unheimlich viel Infos, für die ihr normalerweise Hunderte oder Tausende zahlt in Kursen von mir kostenlos auf YouTube und überall. Und ich habe eigentlich deshalb einen Spendenbutton eingerichtet, unten auf meiner Website, unten links bei Irene, also www.irenelauretti.com, der aber leider nie benutzt wird. Also ich habe wirklich drei Leute, die kann ich an einer halben Hand abzählen, die zwischendurch mal was geben, die anderen überhaupt nie. Und ich finde das sehr schade, weil es ist ein Geben und Nehmen Energie. Und gerade wo wir heute im Stier sind, wo es wirklich darum geht, auch zu geben, nicht nur zu nehmen, sondern auch mal zu geben. Und es ist in unserer heutigen Zeit schon seltsam, wenn wir zum Arzt gehen oder zum Anwalt oder zum Psychologen oder in die Autowerkstatt, würde keiner je auf die Idee kommen, etwas kostenlos zu kriegen. Aber wenn es dann um solche Dinge geht, wie solche, wie gesagt, solche spirituellen helfenden Dinge, da plötzlich meinen alle, es ist völlig kostenlos, weil das ist, geht ja um spirituelle Dinge, also soll derjenige auch nichts verlangen. Und tatsächlich sträube ich mich auch dagegen, hier etwas zu verlangen. Aber es wäre schön, wenn mal freiwillig etwas gegeben werden würde. Und ich will dazu auch nochmal sagen, ich werde sehr, sehr oft angeschrieben für Zwischenfragen, für die ich nie was verlange. Und ich war letzte Woche in London und ich war mit einer Bekannten aus und ich wurde ständig angeschrieben. Es waren wirklich in einer Stunde 15 Leute, auf die ich immer sofort geantwortet habe. Und die Frau hat gesagt, ja, sag mal, kannst du die nicht warten lassen? Ich habe gesagt, ich lasse die Leute nicht gerne warten. Aber ich bin täglich etwa 3 Stunden damit beschäftigt, nur Fragen zu beantworten, für die ich nichts verlange. Und es wäre wirklich schön, wenn dieser Spendenbutton auch mal ganz freiwillig von euch betätigt werden würde. Das wünsche ich mir zu meinem Geburtstag morgen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.